Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drachensang. Ja, in der letzten Aufnahmesession haben wir uns vorgenommen und Gladys besorgt, damit zwei der Leute, die ich im Team behalten möchte, und ja, wir haben den ersten Mord Tatort uns angeguckt, wo nur noch Blut und eine Katze übrig war. Und ja, jetzt sollen wir beim Fischhändler uns einen Fisch besorgen, um die Katze anzulocken. Ah genau, vorher will ich mal zu Ishka. Die hat ihren Stand nämlich hier. Wir haben ja zwischen ihr und ihrem Ex-Freund da hinten ein Gespräch mitgehört. Ja, was wollt ihr denn jetzt? Oh, und freundlich ist sie nicht. Ja, mit seinem Tod am Leib werdet ihr aber keine guten Geschäfte machen. Oh, entschuldigt. Doch mein Verflossener will mich einfach in Ruhe lassen. Verfolgt mich förmlich. Doch ich will euch nicht mit meinem Problem belästigen. Was kann ich für euch tun? Wenigstens habt ihr ein Einsehen. Dann zeigt mir, welche Waren ihr Fall zu bieten habt. Oh, sie hat ganz einfache Standards. Leder. Oh, Lederbänder, die nehmen wir gerne. Nehmen wir auch die Seife mal. Ja, ansonsten hat sie nur Schmuck und Zeug, was halt nichts wirklich macht. Ja. Da ist das Osttor, da geht's raus. Wir müssen jetzt wieder die Straße hoch zum Fischhändler. Beziehungsweise zur Fischhändlerin. Oh, und hier ist die Kiste. Ah, Quellwasser. Crema Fischhändler ist hier. Alles andere sind Städte. Fische, frische Fische. Oh, hallo. Was darf's denn sein? Guten Tag. Ich habe eben mit Frau Liebmann gebaut. Ihr Haus ist ganz in der Nähe. Sie erzählte mir, dass der alte Elko bis öfteren Fisch für seine Katze bei euch gekauft hat. Das stimmt, jeden Monat holt er einmal frischen Lachs für seine kleine Baby. Wieso jemand diesen armen alten Mann umgebracht hat, werde ich nie verstehen können. Niemandem hat er je was zuleide getan. So etwas hat er einfach nicht verdient. Entschuldigt doch, hättet ihr vielleicht noch einen Lachs für mich? Ich würde der kleinen Katze gerne eine Freude machen. Auch sie leidet und vermisst ihren alten Ego. Das ist ja nicht voll. Leider habe ich keinen ganzen Lachs mehr. Ich schenke euch diese Reste hier, sie werden der kleinen Baby sicher schmecken. Ich würde euch gerne noch was anderes fragen, ja bitte. Ich werde dann weiterziehen, hab Dank. Gut. Es war immer wieder komisch, das so zu machen. Und ja, auf der Minimap sehen wir wenigstens die wichtigsten Leute. Und da kommt Blüm. Miau. Hier, kleine Baby, lass es dir schmecken. So. Was sagt das? Gewinne Babys Vertrauen. Die Nachbarin. Eigentlich nichts. War das jetzt nur Abenteuerpunkte, nicht das Hauptprinzip, ne? Ne, nur Lachsreste abgegeben. Dann folgen wir mal der Katze. Ich glaube, wenn wir gehen, dann ist es einfacher. Auch wenn die Katze, wenn wir gehen, schneller ist als wir. Alles klar. Wir haben auf jeden Fall für Gladys jetzt Erfahrungspunkte. Wir haben ein Stück Seife.
dass wir auch stacken können, vielleicht. Genau wie die Lederbänder. So. Gut. Sammle Informationen von dem Bord. Der alte Elk besaß eine verzierte rote Orange. Ob sie etwas mit seinem Tod zu tun hat? Immerhin ist es doch recht ungewöhnlich, dass ein obdachloser Streuner so eine Kostbarkeit sein eigen nannte, sie dann selbst in Zeiten großer Not wie verkauft hat. Sie muss ihm sehr viel wert gewesen sein. Sehr viel mehr wert gewesen sein als ein Haufen Dukat. Gewinne Bibis Vertrauen. Ein intelligentes Tier, diese Bibi. Doch sehr gefräßig. Ein Dachs und schon führte sie mich direkt zum Verstecke seit Elk. Tatsächlich, die Branche war doch sicher in ihrem Versteck. Wirklich seltsam, dass ein armer Bettler so ein prächtiges Schmuckstück besaß. Die Geschichte dahinter würde ich gerne erfahren. Erstatte Bala Bericht. Ich sollte Bala berichten, was die Pomanzer über den alten Echo herausgefunden haben. Ja, die hier. Ja, und wir können uns die Ermittlungserlaubnis mal ansehen. Ermittlungserlaubnis. Hiermit sei bekannt, dass der Inhaber dieses Schreibens im Namen der Stadtwache von Ferno kann. Per Edikt des Grafen ist jede Hilfe bei der Ergreifung des Mörders von Ferno zu unterstützen. Bader Dockenschmied, Wache von Ferno. Ja, hier war ja auch was mit Guado in Fuhrmannsheim. Die Branche des alten Elko, der Goldschmied, der diese rötlich schimmernde Kostbarkeit so kurz vor eingepasst hat, muss ein wahrer Meister seines Fachs sein, ein wirklich wertvolles Schmuckstück. Ja, ich werde doch mal ins Quest, ne? Ja, die für die Diebesgilde. Im Wert auf welches Tag dieser Notiz die Kontaktperson für die Diebesgilde finden können. Die Frage ist nur, wo finde ich in Fuhrmannsheim. Da ist die sanfte Sau. Da geht's zum H-Reihungsplatz. Lagerhaus. Backlage. Es hieß Guado in Fuhrmannsheim. Ja, Guado ist Gladys Vater. Vater. Ist Gladys Vater. Der sich eigentlich ja auch dann umtreiben müsste. Vielleicht ist er jetzt in der sanften Sau. Gibt's was Neues? Nee, Gott sei Dank, ist bei mir. Wir müssen weiter, okay. Oh, Gladys! Was für ein glanzvoller Anblick in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich denn für dich tun, Schätzchen? Hier, Wurm, du alter Schammel. Ich brauche nichts, doch mein Freund, wenn er so das du in hier vielleicht. Also, was darf sein? Was habt ihr denn Gutes? Nur helles Pferd, Doktor. Ja, hier hocken wirklich nur die Ups. Ja, Gladys war direkt fragen. Oh, was gibt's denn Spannendes? Ja, dürfte ich euch etwas fragen? Da bin ich aber gespannt. Schön, dass sie komplett vertot ist. Erzähl mir etwas über euch. Oh, was gibt's denn Spannendes? Nichts weiter, okay. Gut, dann habe ich erstmal gerade keine Ahnung. Wahrscheinlich können wir Guado eh erst später finden, wenn wir die Morde aufgeklärt haben. Solange ist hier eh erstmal alles ein bisschen. Ja. Eingeschränkt. Ja, hier könnten wir zum Fürstentum Kosch zurückkehren. Also auf die World Map, wo wir eigentlich nicht viele Auswahlmöglichkeiten haben, weil Amestreu können wir nicht mehr erreichen.
Wird zwar immer noch auf unserer Karte angezeigt. Da ist der traurige Freund. Da geht's zum Hafen, da wollen wir allerdings noch nicht hin. Wir haben nämlich auch noch der Unglücksrabe. Dass ich das auch mal mache. Bevor wir uns im Hafen dann umsehen. So, jetzt mal überlegen. Da ist Trockenschmied. Ich will aber erst einmal gucken, dass ich Gladys die Armbrust beibringe. Ja, und dann kaufen wir einfach eine leichte Armbrust. Weil wir haben halt wirklich niemanden, der Bogenbau beherrscht. Also noch nicht. Holzfässer da oben. Ihr wünscht etwas über den Bogenbau zu erlernen? Ja, welches Wissen? Bogenbau? Genau, Armbrust. Alles klar. Drei Steigerungspunkte, die haben wir auch. Tretet näher. Okay, zeig mal, was du hast. Also ja, eine leichte Armbrust ist jetzt nicht so teuer eigentlich. Wenn er denn eine hätte. Hat er aber nicht. Du hast die Armbrust, soweit ich weiß, ja. Ja gut, 3 Dukaten, 6 Silberstücke, aber das können wir uns mehr als leisten. Nehmen wir auch noch die Anleitung für die Jagdpolzen. So, das heißt, Gladys kriegt das Ding. Das lernen wir. So. Ich habe nicht nachgeguckt, wie man... Zaritus, Zaritus, Astus. Soll ich schleichen? Ja. Da sollten wir ja auch ein paar Punkte für die Armbrust geben. Ah, 4 sollte erstmal reichen, weil wir sollten ja auch noch Punkte in Schlösserknack verpassen. Da sollten wir auf jeden Fall mal auf Maximum bringen. Aufgepasst! Alle mal hergehört! So. Gut. Wie viele Bolzen hat sie jetzt eigentlich? 7. Hm. 7 ist jetzt nicht gerade viel. Deswegen. Alles klar. Kauf doch mal 13 Bolzen. Die müssen wir natürlich so stacken. So. Wie viele Pfeile? Du hast doch 19 Pfeile, das ist mehr als genug. Jetzt waren hier doch 2 Fässer zum Zerhauen. Und eine Kiste.
Quellwasser ist okay. Oh, ein eitriger Bildschädel. Mal gucken, können wir den diesmal sammeln? Nein. Ich merke gerade, sie hat auch sehr viel Zeug irgendwie mit sich bei sich.